Vivi bringt endlich eine Lizenz, auf die wir schon fast über ein Jahr warten. Außerdem schauen wir uns nochmal ganz genau die Drop-Details an zu den kommenden USPS-NFT-Briefmarken. David Yu hat uns außerdem für Vivi zwei neue Lizenzen gesichert. Welche das sein könnten, das besprechen wir alles in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin's, dein Captain, dein VVOG und heute mit den wichtigsten VV-News, die du wissen musst. Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange rum und gehen direkt rein in die ersten News. Und als allererstes muss ich aber auch erstmal sagen, ich begrüße jeden da draußen in Season 5, denn ab heute ist nämlich Seasonwechsel. Ab sofort sind wir in Season 5 und nicht mehr in Season 4. Nur an dieser Stelle nochmal ein kleiner Reminder, dass ihr euch nicht wundert, warum jetzt plötzlich bei den Collectibles Season 5 steht und nicht bei Season 4. Und den ersten Season 5 Drop sehen wir auch gleich noch heute und das sind nämlich die USPS NFT Briefmarken von Vivi bzw. der USPS und Vivi bringt das Ganze heute um 17 Uhr deutscher Zeit raus. Ich habe darüber gestern schon einmal berichtet und da war ja schon die Spekulation, dass wir Sound zu den Collectibles sehen und das ist tatsächlich in der Tat auch so, denn jedes Collectible hat Sound und das finde ich persönlich sehr, sehr cool. Zum Beispiel hier der Gitarrenspieler, der hat dann tatsächlich auch nur diesen Gitarrensound. Also wir haben jetzt nicht ein ganzes Stück pro Briefmarke, sondern tatsächlich nur ein Instrument pro Briefmarke, was halt dann auch dementsprechend natürlich auf der Briefmarke drauf ist. Was sehr interessant werden wird, ob zum Beispiel man das Ganze kombinieren kann und dadurch zum Beispiel dann ein Konzert machen kann. Wir werden es sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt mal auf deine Vermutung. Schreib es mal unbedingt in die Kommentare, was du denkst. Muss man die ganzen dann zusammenführen? Muss man alle haben, dass man dann sozusagen auch ein Konzert spielen lassen kann? Ja, und ansonsten, Listenpreis ist wie vermutet bei 6 Gems. Auflage in etwa 20.000 Stück. Wir haben hier insgesamt eine Edition-Auflage von 4.800 für die Kammen. Außerdem ist das Ganze eine First Edition, wie natürlich jede Briefmarke an dieser Stelle. Und ein kleiner Reminder, sind die ersten Briefmarken mit Sound auf Vivi. Nur mal als ganz kurzer Hinweis für euch da draußen. Ja, dann haben wir hier die nächste, natürlich auch wieder eine Kammen mit 4.800 Editions. Anschließend hier einmal die Ankammen, der Trompetenmann mit 3.800. Anschließend haben wir hier dann die Wuhella, ich weiß leider nicht, was das ist. Auf jeden Fall 2.800 Editions, eine Rare als Rarität natürlich. Und dann haben wir noch die Ultra Rare, die Violine mit 1.800 Editions. Und als letztes haben wir dann hier einmal so ein sehr schönes Poster und das Ganze wird insgesamt 800 Editions haben und eine Secret Rare sein. Und wie man hier zum Beispiel gerade auch schon sieht, wir haben hier tatsächlich die Briefmarken alle immer in einer unterschiedlichen Reihenfolge. Und was man sich tatsächlich vorstellen könnte, wäre, dass wenn man diese aneinander anordnet, diese Briefmarken, also nebeneinander stellt, dass sie dann auch unterschiedliche Konzerte bzw. unterschiedliche Stücke spielen. In dem Fall 4 Stück, weil wir ja insgesamt 4 Karten haben. Das heißt, es gibt insgesamt 4 Möglichkeiten, diese unterschiedlich anzuordnen. Du kannst mir, wie gesagt, sehr gerne mal deine Vermutung hier in die Kommentare schreiben. Ansonsten ist das natürlich ein Blindbox-Format. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, hier auch die Secret Rare zu bekommen, aber natürlich auch jede andere Rarität. Und ansonsten haben wir endlich eine Lizenz auf Vivi, auf die wir schon so lange gewartet haben. Für mich persönlich ist es jetzt keine Lizenz, wo ich sage, hey, das wollte ich jetzt unbedingt sehen, aber nichtsdestotrotz ist es mal schön zu sehen, dass wir jetzt auch endlich mal hier von der Jim Hansen Company die ersten NFTs sehen, die uns nämlich am 2. Dezember 2021 angekündigt wurden. Also fast ein Jahr ist das Ganze jetzt her. Und ja, jetzt sehen wir die ersten NFTs. Wenn du übrigens immer auf dem Laufenden bleiben möchtest, was die Vivi Drops oder auch das Thema Ekomi angeht, dann abonniere auf jeden Fall unbedingt meinen Kanal, denn so verpasst du da draußen definitiv kein neues Video von mir und auch keine wichtigen Infos und wirst sofort informiert, sobald das neue Video von mir draußen ist mit den wichtigsten Infos. Und zwar werden wir nämlich den ganzen Drop am Sonntag, dem 16. Oktober sehen, um 17 Uhr deutscher Zeit und wir werden hier, wie gesagt, die ersten Collectibles zu diesem Film sehen. Welche das sein werden, das können wir natürlich an dieser Stelle nur spekulieren. Ich habe aber schon mal hier ein paar rausgesucht, die es sein könnten. Einen haben wir schon gesehen, das wird auf jeden Fall hier dieses Etwas sein. Ich gehe davon aus, dass wir hier zum Beispiel dann David Bowie natürlich auch noch sehen werden. Und diese Figur halte ich tatsächlich auch für realistisch. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, was es dann sein wird. Wer das Labyrinth nicht kennt, das Labyrinth ist ein Film aus dem Jahre 1986 mit David Bowie zum Beispiel. Und hier ist tatsächlich auch die Fortsetzung geplant. Hier hatte ich einen Artikel gefunden vom 27.08.2020, also schon knapp 2 Jahre, über 2 Jahre her.
Und hier wurde schon das Ganze angekündigt, aber bis jetzt haben wir tatsächlich noch nicht Teil 2 gesehen. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch mit Teil 2 in irgendeiner Weise zusammenhängt, dass das Ganze jetzt schon kommt. Aber wie gesagt, wir werden sehen. Kannst du mir auf jeden Fall mal sehr gerne reinschreiben, ob du den Job mitnehmen wirst. Ich persönlich werde ihn nicht mitnehmen, einfach aus dem Grund, weil mir persönlich dieser ganze Job absolut nicht zusagt. Außerdem ist der Job, so wie ich recherchieren konnte, nicht super interessant. Also der Film an sich hat zwar natürlich seine Fans, aber es ist jetzt nichts Vergleichbares wie zum Beispiel mit Star Wars oder Marvel. Wenn dir das ganze Video übrigens bis zu diesem Punkt gefallen hat, dann gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like, damit es noch mehr Leute sehen und du mir auf jeden Fall zeigen kannst, dass dir das ganze Video bis zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall gefallen hat und ich so weitermachen sollte. Und jetzt gibt's aber weiter die News. Ja, und viele werden es vielleicht von euch schon irgendwie mitbekommen haben, und zwar waren nämlich hier diese Stormtrooper-NFTs natürlich in den letzten ein, zwei Tagen relativ präsent. Meine Meinung dazu ist ganz klar, das Ganze ist einfach nur Shit und nichts, was man Aufmerksamkeit schenken sollte. Ihr könnt euch auf jeden Fall sehr gerne nochmal selber informieren, aber ich werde darauf jetzt auch nicht groß eingehen, weil ich dem Ganzen einfach sehr ungern Aufmerksamkeit schenke, weil das Ganze einfach ein Shit ist, meiner Meinung nach. Entschuldigung für den Ausdruck, aber es ist an dieser Stelle leider so. Wer das Ganze trotzdem mitnehmen möchte für sich, der kann das gerne machen, aber lizenztechnisch hat das null mit Star Wars zu tun. Das hat nichts mit irgendeiner Lizenz zu tun, also das Ganze ist total inoffiziell. Das Ganze ist im Prinzip nur über eine Lizenz von dem Maskenbildner von damals. Also das heißt, es hängt nur mit dem Maskenbildner zusammen, der damals diese Helme gemacht hatte. Also es hat prinzipiell nichts mit Star Wars in sich zu tun. Wir haben es hier nicht mit Star Wars License Collectibles zu tun. Das auf jeden Fall an dieser Stelle ganz klar zum Klarstellen, dass ihr einfach in dieser Zeit nicht unnötig Geld ausgibt. Und ansonsten viele Grüße gehen raus hier an Caro, der das Ganze nämlich in der Telegram-Gruppe geteilt hat. Und zwar kam nämlich gestern Abend David mal wieder in einen Twitter-Space und ja, hat dort auf jeden Fall direkt zwei große Lizenzen angekündigt, dass wir die einkassiert haben, mehr oder weniger. Und eine davon ist schon seit anderthalb Jahren, beziehungsweise seit zwei Jahren in Arbeit. Und dann sagte er, dass er diesen Monat nur DC Comics liest, aus irgendwelchen Gründen. Also tatsächlich, wir hatten das Thema gestern Abend auch im Stream beim guten Viversum DC Comics. Ich persönlich habe gesagt, wir werden es nicht mehr sehen. Nach dieser Aussage bin ich tatsächlich doch wieder ein bisschen anderer Meinung. Also das macht es nämlich schon ganz schön spannend. Ich lese das Ganze jetzt einfach mal weiter vor. Dann später ging es um Todds Geburtstag und da hat er dann gesagt, dass er es nicht vergessen hat. Und das ist im Gespräch, wo er vorher hatte, also wo er vorher sozusagen sein Gespräch hatte, mit den Executives auch Thema war. Das heißt, es muss mit DC gewesen sein. Ganz klar. Und er schreibt hier natürlich auch, für mich ist es eindeutig, aber naja, mal gucken. Also, ich gehe auf jeden Fall sehr stark davon aus, dass wenn natürlich Todd hier im Gespräch war, dass es definitiv mit DC war. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sich DC auch sehr lange schwer getan hat, wirklich auch Comics zu releasen. Aber sie jetzt gesehen haben, wie gut es bei Marvel läuft und damit vielleicht auch für sich selber hier auf jeden Fall ordentlich Profite rausschlagen können für ihre eigenen Comics. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir auf jeden Fall Comics von DC sehen, steigt auf jeden Fall mit diesen Aussagen von David Yu enorm. Und was für eine weitere große Lizenz wir bekommen könnten, das werden wir auf jeden Fall sehen. Aber es gibt nicht allzu viele große Lizenzen da draußen, also wir sind auf jeden Fall gespannt. Und du kannst mir auf jeden Fall mal gerne deine Vermutung oder auch deine Wünsche, was für eine große Lizenz wir bekommen könnten, unten in die Kommentare schreiben. Und ansonsten war es das jetzt an dieser Stelle mit diesem ganzen Video. Wenn dir das ganze Video gefallen hat, dann gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like, denn so unterstützt du mich auf jeden Fall enorm. Und ansonsten wünsche ich dir daraus noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Mach es gut und ciao, ciao.